Wenn Mirin stark genug ist, sollte es klappen. Stark genug, dich im Kampf zu besiegen. Ja, nice. Die Prüfung ist wohl jetzt eine andere. Die Prüfung heißt jetzt Mirin besiegen. Und danach noch die andere? Oder was? Wie schaut's aus? Unsere Forscherin Mirin setzt ihr Pokémon ein. Das haben wir doch schon mal besiegt. Das kriegen wir auch noch ein zweites Mal hin. Ist jetzt ein bisschen trainiert, aber dürfen wir noch hinbekommen. Oder wird das wieder ein ganz zäher Kampf? Ein Ultra-Zäherkampf diesmal sozusagen. Antikkraft, komm. Wir tun unser Bestes. Boah, das hält schon Antikkraft aus, oder was? Aber wir kämpfen weiter. Muss wohl jetzt mal die Salzkraft einsetzen. Beim letzten Mal hat es was gebracht. Vielleicht bringt es auch diesmal was. Fragezeichen-Attacke. Ah, die hat wohl nur defensive Attacken. Und dann gibt es auch meine offensive Attacke gleich. Schwarzes Loch bei Halle. Ja, so ungefähr. Schwarzes Loch des Grauens natürlich. So, dann hoffe ich, dass das was bringt. Dragon hüllt sich in Z-Kraft. Ich will jetzt nicht die Z-Kraft verschwendet haben. Schwarzes Loch des Grauens, komm, lass es wirken. Wenn es doch so grauenhaft ist, soll es auch was bringen. Na komm, er schluckt. Okay, ja, ich hätte mir mehr erhofft, aber ja, akzeptabel. Oh, das ist doch eine offensive Attacke. Naja, es geht, kann man akzeptieren. Ich setze mal Knirsche ein. Ja, mühselig geht's voran, aber, oh, Knirsche bringt doch etwas mehr. Zumindest jetzt ist es effektiv. Komm, Dragon kriegt das hin. Dragon ist ein guter Kämpfer. Gegen das eine Pokémon kriegt das hin. Pokémon gegen Pokémon, Einzelkampf. Übertrank, was zum? Nein! Verdammt. Wir hätten es fast besiegt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen länger kämpfen. Und Dragon ist vergiftet. Habe ich doch gewusst, dass da ein Krank im Spiel ist. Natürlich, muss ja so sein. Ränkgeschmied. Ja, sieht schön aus. Sieht ganz hübsch aus, aber bringt dir nichts. Was dir was bringt, ist, dass mein Dragon vergiftet ist. Das ist nicht so schön, das ist nicht so toll. Komm, Knoscher, mach's zu Ende, bring's zu einem Ende. Mach den Rest. Haben wir es besiegt. Mal wieder geschafft. Level 41 für Dragon. Schön. Bodycheck. Aber natürlich kriegst du Bodycheck. 1, 2 und schwupp. Agilität vergessen und Bodycheck erlernt. So, Dave erreicht Level 41. Die auch eine Attacke? Nein, keine Attacke für Dave. Ob es mir in diesem Kampf wohl gelungen ist, den Pokémon einen Teil ihres Potenzials zu entlocken? Zangfee gewinnt 588 Pokémon-Dollar und geht sich gleich aus dem Kampf gegen Mirin hervor. Tolle Sache, haben wir es besiegt. Das Ultra-Forschungsteam mal wieder. Es ist einfach unglaublich. Du bist wirklich talentiert darin, deinen Pokémon ihre Stärke zu entlocken und sie zu neuer Höchstleistung anzuspornen. Bemerkenswert. So ist es. Alolaner haben viel Übung darin, da sie ihre Pokémon auch gegeneinander antreten lassen, um sich besser kennenzulernen. Ich glaube, wir kennen uns doch noch nicht. Hallo, mein Name ist Hapu. Ich bin hier die Inselkönigin. Ihr stammt aus der Welt der Ultrabestien, oder? Hier in Alola leben wir seit Menschengedenken Seite an Seite mit Pokémon. Sie haben uns das Leben auf dieser Insel erst ermöglicht. Ihr könnt jederzeit auf unsere Hilfe zählen, wenn ihr euch in einer Notlage befindet. Ja, das stimmt so. Lenix, zustimmend. In Anbetracht unserer eigenen Unzulänglichkeit nehmen wir unser Angebot dankend an.
Wir bitten euch inständig, Necromzwa an unserer Stadt aufzuhalten, wenn es hier erscheint. Pampros will mitkämpfen. So sieht's aus. Also dann, der Weg zum Podium führt durch den Canyon. Dort warten viele kampfwillige Trainer. Das wird also kein Spaziergang, so viel steht fest. Das wird der Canyon des Todes. Du musst jetzt stark sein, Lilly. Wenn irgendetwas ist, dann sind Pampros und ich sofort zur Stelle. Danke, Habu. Ich werde mein Bestes geben und Zwangfee wird mich beschützen und unterstützen. Da stand zwar, Zwangfee wird mich unterstützen, aber ja, so kann man es auch auslegen. Da sind sie alle. Also keine Prüfung. Oh, auch gut. Geht's weiter. Den Canyon des Todes entlang. Der Canyon von Pony. Beeindruckend, findest du nicht? Dieses seltsame Ding hier, sollte das ein Wegweiser sein? Ach, Zwangfee, nimm bitte das hier. Top-Belieber des Todes. Ja, so ungefähr. Top-Belieber wurde in der Medizintasche verstaut. Seit diesem Top-Belieber habe ich im Ätherparadies gefunden. Schön, schön für dich. Ich werde... Sobald ich mich gesammelt habe, werde ich dir folgen, Zwangfee. Ich werde stark sein. Für Wilkin und für Mutter. Bevor du weitergehst, mache ich deinen Pokémon wieder fit. Dankeschön. Das ist sehr nett. Als Trainer musst du dafür sorgen, dass deine Pokémon wohlauf sind und dir vertrauen. Dann könnt ihr die Zeit miteinander genießen. Da hat sie recht. Na dann. Auf geht's durch den Canyon des Todes. Ja, da warten viele Pokémon-Trainer auf uns. Ja, wir werden uns durchschlagen, durchkämpfen und oben ankommen und das Podium betreten. Auf geht's, trainieren wir ein bisschen in Pokémon-Kämpfen, in Trainer-Kämpfen. Ein Veteran, auf geht's. Da will er schon kämpfen. Trainer und Pokémon sind dann gleichermaßen frei sein. Freiheit ist das Wichtigste und das einzig Wahre. So, der erste Trainerkampf auf dem Canyon des Todes. Auf dem Canyon von Pony. Zwei Pokémon hat er. Kann losgehen. Oh, was ist denn das für ein Viech? Los, Dragon! Ja, heute wird wohl Dragon ein bisschen trainiert werden. Megalon! Loses Dragon. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Dragon heißt. Was das für ein Viech ist. Welches Pokémon das eigentlich ist. Aber was soll's. Ist halt Dragon. Ist halt mein liebes Dragon. Ist doch egal, wie das heißt. Z-Attacke ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber schwarzes Loch des Grauens. Auf geht's. Ich hoffe, das bringt auch was. Ja, ordentlich. Dann setzen wir jetzt die anderen Attacken ein. Oder auch nicht. Dragon wurde besiegt. Ja, das war's mit Training oder was. Oder haben wir noch Beleber dabei? Dann könnte man den Dragon ein bisschen trainieren. Dann haben wir noch Dave. Dave. Setzt Drachenmut ein. Hoffentlich reicht's. Ich reicht's aus, um ihn zu besiegen. Was zum? Wie stark ist dieses Pokémon? Gegnerisches Pokémon besiegt Dragon. Und Dave natürlich. Lenny. Meine Güte, der hat's drauf mit seiner Attacke. Versuchen wir es mal mit Spukball. Komm, den kleinen Rest kriegen wir noch hin. Und dann kommt noch ein letztes Pokémon. Das ist aber ein interessantes Pokémon, habe ich hier in Alola bisher noch nicht gesehen. Pikachu Level 50. Stromstoß, natürlich. Eins, zwei und schwupp. Pikachu hat einen Ladungsstoß vergessen und Pikachu hat einen Stromstoß. Perfekt.
Veteran Neopold setzt als nächstes Banette ein. Wir kämpfen weiter. Geist-Pokémon gegen Geist-Pokémon. Na, wenn das nicht gut ist. Was soll Lenny tun? Oh, die Attacken sind sehr effektiv. Hätte ich nicht gedacht, gegen ein Geist-Pokémon. Das Geister-Pokémon sich selbst, also einem anderen Geister-Pokémon, schaden können. Mhm. Phantomkraft. Das kennt man doch von Giratina. Was? Lenny wurde besiegt? Ach du Schande. Wie kann denn Geistattacken gegen Geistattacken gegen Geist-Pokémon natürlich effektiv sein? Wie geht denn das? Ja, mittlerweile ist Steve dran. 3 Pokémon sind schon besiegt worden. Was für ein harter Veteran hier. Also, ich kämpfe hier haben es in sich. Sollte man nicht unterschätzen. Also, von wegen Dragon Training. Das ist Training für das ganze Team. Da wird nicht nur der Schwächste im Team trainiert, sondern das ganze Team hier. Ja, ist eventuell ein bisschen stark zur Veteran. Wir müssen eventuell gleich zurück zum Pokémon Center. Weil das ganze Team schon besiegt wurde. So viel dazu. Das Team wurde gerade besiegt. Ich bringe nicht an, Woody. Vorletztes Pokémon. Das zweitstärkste im Team. Na komm, jetzt will ich es aber sehen. So, komm, mach doch mal was. Ach du Scheiße. Phantomkraft. Hat das gerade mein zweitstärkstes Pokémon besiegt, dieses Banett? Hat das gerade mein zweitstärkstes Pokémon besiegt? Und ist jetzt nur noch Pikachu da? Stärkste Teammitglied. Und wird das auch gleich besiegt werden? Sorry, mein Magen grummelt ein bisschen in die Aufnahme hinein. Ja, Verdauungsanstoß. Da wird gerade was verdaut. Das Frühstück wahrscheinlich. Gut so, seid frei wie ein Winkel. Das war aber knapp. Das haben wir aber gerade so hingekriegt. Holla, die Weltfee, war das ein Veteran. Aber hallo, wir müssen nochmal zurück mein Team heilen. Meine Güte, wenn jeder Trainer hier auf dem Canyon von Pony so stark ist und so weiter macht, dann, ja, dann können wir uns auf was gefasst machen. Dann wird das wahrlich kein leichter Weg. Ein Rokara-Wild erscheint. Ein Dragon. Ja, Dragon. Hier kannst du vielleicht mal ein bisschen trainieren. Rokara, Level 45, Level 41. Vielleicht antike Kraft. Komm, ein bisschen Training muss doch sein. Ein bisschen wenig Training. Ja, so ungefähr. Was? Was ist gerade passiert? Okay, das sah wirklich aus. Und Rokara lässt sich auch nicht so leicht besiegen, also antike Kraft ist kein Sofortkill. Okay, das kann jetzt antike Kraft einsetzen. Das kann jetzt wahrscheinlich meine Attacken oder was? Okay, scheint als würde das hier ein spannender Kampf zwischen Pokémon und Pokémon. Oder was? Antike Kraft gegen antike Kraft. Los, komm, antike Kraft! Wir beschleunigen uns hier gegenseitig mit Steinen. Ein Steinkrieg. Genauso. Als ob die sich gegenseitig mit Steinen bewerfen. Okay. Sieht schon mal lustig aus. Okay, meine Attacken sind alle. Aha. Erzwinger von Dragon und Erzwinger von Rokaro. Neutral, Torso oder sowas. Zwinger, interessant. Ein zubiteres Wild erscheint. Hilfe ist gekommen. Komm, wir fliehen. Was soll der Mist? Wir kämen hier eh nicht voran. Was ich mich aber gerade frage, die rote Flagge, also die Flagge, wie es weitergeht in der Story, die anzeigt, wo es weitergeht, bleibt hier bei HPU stehen. Das steht nicht etwa beim Podium, wir müssen hier weiter, oder hat sie noch was zu sagen? Geht es hier weiter mit der Story, oder müssen wir doch gegen sie kämpfen, oder was läuft hier? Wir müssen die Menschen und Ultrabestien aus der anderen Welt,
bei uns willkommen heißen. So gehört sich das schließlich hier in Alola. Okay. Okay. Habt ihr noch was zu sagen? Was müssen wir nun tun? Zu einem Herz müssen wir euch wohl vertrauen. Du? Rambo. Tja, scheint hier wirklich weiterzugehen, aber... Ja, seltsam. Na, hier gibt's ein Item. Stromstoß. Haben wir das nicht gerade Pikachu beigebracht? Ohne TM? Hat er es nicht schon erlernt? Na, dann mal weiter. Scheint schon der richtige Weg zu sein. Ja, nicht lang. Oh, noch ein Trainer. Lass den mal bitte nicht genauso schwer sein wie den davor. Die Zwanderschaft führt hier durch. Die Jugend von Alola ist echt hart im Leben. Ja. Ein wilder Trainer. Eine Backpackerin. Ricarda fordert sich heraus. Na dann. Also Dragon wird nicht mehr viel bringen. Aber ein bisschen können wir den noch trainieren. Vielleicht haben wir sogar noch einen Trank mit dabei. Mann, ist der echt schwach hier. Wir sind alle schon Level 45 und Dragon ist hier Level 41. Ja gut, Pikachu ist Level 50, aber... Ihr wisst, was ich meine. Immerhin ist mein Team so zwischen 40 und 50. Level natürlich nicht im Alter. Ich habe tatsächlich einen Hypertrank. Setze ich den nochmal ein. Joa. Ist schon deprimierend, wenn das schwächste Pokémon Level 40 ist und das Gegner-Pokémon 5 Level oder 4 Level voraus ist. Also das ist schon, schon Anlass zum Trainieren, oder? Würde ich mal so sagen. Da sollte man mal die Chance ergreifen und das mal wahrnehmen, das Training. Vor allem bei solchen Trainern. Scheint ja jetzt zu funktionieren. Pandia können wir vielleicht gerade so noch besiegen. Komm, Knirscher. Dann haben wir es vielleicht gleich. Ja, haben wir. Jetzt wieder ein paar Erfahrungspunkte für Dragon. Naja. Steve erreicht Level 47. Hoodie erreicht Level 47. Hauptsache, die werden weiterentwickelt. Hut ab vor der Jugend der Alola-Region. Und auch vor dir und deinen Pokémon. Zwang fliegen mit 1080 Pokémon Donner und siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin hervor. Naja, ich würde sagen, trainieren wir es mal ordentlich. Auch an wilden Pokémon und an Trainern. Oh, hier sind zwei Trainer und ein wildes Pokémon. Zeit für Training, Zeit für Training. Oh, ein Diktri. Ein Gottschalk-Diktri. Dann besiegen wir das mal. Stück für Stück, immer weiter am Training hier. Training geht nur stückweise. Level 45, das bringt zumindest ein paar Erfahrungspunkte. Und vielleicht irgendwann rechnen wir dann das nächste Level. Wir sind dann vielleicht irgendwann auch mal Level 45. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Canyon, aber irgendwann. Langsam auf kleinen Schritten ins Ziel. Keine Hilfe aufgetaucht, haha. Erdkräfte? Nein, nicht. Die Triebe siegt mit Knirscher. Haben wir es totgebissen. Das war's. Ein paar Erfahrungspunkte, Linie erreicht Level 42. Die Leute, die hier nebenbei mit dabei sind, also die anderen Team-Pokémon, die kriegen, die nicht mitkämpfen, kriegen irgendwie mehr Erfahrungspunkte als der, der kämpft. Kann das sein? Komm, ein Ort in Alola ist gefährlicher als dieser Canyon. Versuche unbedingt, ihn zu bezwingen. Dann zeig mal, wie ernst es dir und dein Pokémon wirklich ist. Wir sind gespannt. Ein Doppelkampf? Oder einfach nur zwei Trainer und kein Doppelkampf? Scheint ein Doppelkampf zu sein. Doppelkampf, juhu! Bitte ein Doppelkampf? Ja, ein Doppelkampf, nice. Voluna. Nice. Voluna ist ein richtig schönes Pokémon. Schaut's euch an. Voluna, sieht das nicht episch aus? Ja, und Sandama in der Alola-Form. Ja gut, sieht nicht ganz so hübsch aus, aber... Voluna sieht nice aus. Zieht's euch rein. Es wird gleich von mir besiegt. Dave ist auch dran. Setzt Drachenwut auf das Eis Sandama ein. Ist ja eine Feuerattacke, also zumindest eine Drachenfeuerattacke.
Sollte doch gegen Eis was helfen, oder? Mulona wirkt hier ordentlich grand mit Bodycheck. Ah, okay. Respektvolle Attacke von Sandama. So, Drachenwut, lass es was bringen. Ja. Hat nichts gebracht. Aber hätte ich mir besser vorgestellt. Zu Knirschern können wir das einsetzen. Bringt das etwas? Eiszahn. Ja, das wird's bringen. Bei beiden. Guck mal, die irgendwie schon Eis sind. Voluna ist auch irgendwie Eis. Kann zumindest Eisattacken einsetzen. Da würde ich wahrscheinlich von Gyarados auch nicht die Eisattacke einsetzen. Nicht unbedingt. Metallklaue. Nein, Dragon ist besiegt. Ah! Voll Mist. Dragon ist noch da. Dave ist noch da. Fängt auch mit D an, aber ist halt nicht Dragon. Komm, Lenny. Holen wir den Lenny raus. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Das klang sehr zweideutig. Aber woran ich immer hier so denke, das ist meine Fresse, kann man hier nicht. Ihr mit euren pubertären Gedanken hier. Meine Güte. Gibt's doch nicht, oder? Wer mal erwachsen, das ist nicht möglich, oder? Dave wurde auch besiegt. Nein! Dave! Nicht Dave! Hagelkörner, okay. Da müssen wir was tief einsetzen. Schon wieder das ganze Team hier besiegt. Von so einem Doppelkampf. Müssen wir wieder zurück zum Pokémon-Center oder was? Müssen wir jetzt hier mal hin und her laufen, damit irgendwas vorankommt. Mit einem halbgeschwächten Team möchte ich hier nicht. Mit einem fast komplett besiegten Team möchte ich hier nicht durch die Gegend laufen. Aber wirklich. Da will ich jetzt nicht auf weitere Trainer treffen, wenn mein Team schon fast kein Game Over ist, wenn das schon fast am Boden ist. Das bringt ja dann auch nichts. Eissperr. Steve, fast besiegt. Ach du Schande, nicht nur fast besiegt. Konnte seine Feuerattacke gar nicht einsetzen. Ja. Der hätte eine gute Feuerattacke gehabt. Das hätte es natürlich gebracht. Und dann Hoodie eben. Mein Team ist wirklich schlecht besiegt. Wie schnell das geht, mein Team zu besiegen. Ja, ich freue mich schon auf die Top 4. Ja, ich sag nur, das Team ist schnell besiegt. Ja. So ist es. So schnell lässt sich mein Team besiegen. Unterlevelte Pokémon und leicht besiegbares Team. Das Problem hatten wir schon in Pokémon Weiß Edition. Da mussten wir das Projekt unterbrechen. Weil es halt nicht ging, weil es in der Top 4 nicht weiterkam. Sandama besiegt. Nice. Da war es noch einer. So. Es hört auf zu hageln. Das ist gut. Das ist toll. Sehe ich doch gerne. Tiefschlag auf Voluna. Und einmal. Ja, machen wir nochmal Rasierblatt auf Voluna. Schauen wir mal, ob es wirkt. Tiefschlag wirkt nicht so sehr. Es strahlt, wirkt aber umso mehr. Rasierblatt. Na komm. Mach's zu Ende. Ja, er hat's zu Ende gemacht. Uha. Haben wir den Doppelkampf bestanden. Aber auch wieder mit Ach und Krach. So wirklich mit letzter Chance. Hier so wirklich kurz vorm Abkratzen. Respekt. Ihr schafft es locker bis zum Podium. Da bin ich mir sicher. Bravo. Wer so viel Entschlossenheit zeigt, sollte sich definitiv auf zum Podium machen. Zwang Fee gewinnt 6.392 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die beiden Trainer im Doppelkampf hervor. Und zurück geht's erstmal zum Pokémon-Center. Heilung muss sein. Heilung ist wichtig. So, neues Level gab's nicht. Weder für Dave noch für Dragon. Aber weiter geht's trotzdem. Oh. Dann nehmen wir mal den hier. Und schon sind wir da. Nein, wir sind noch nicht da. Wir sind raus aus der Höhle. Und weiter geht's dort entlang. Die Brücke. Okay, die Brücke war sehr klein. Jetzt müssen wir absteigen, damit wir weiterkommen. Ah, da sehen wir die Schlucht, wo wir eben gerade drin waren. Und alle sind weg. Lee und die Ultraforscher und Tapu sind gegangen. So, die zweite Hälfte oder was? Ein Item. X-Abwehr. Und voran.
Aber erst mal ein wildes Pokémon, ein Rokara. Besiegen wir natürlich mit Dave. Auch er muss trainiert werden. Ist natürlich hart, wenn wir dann die Hälfte jetzt schon geschafft haben und hier besiegt werden von dem Trainer und dann wieder zurück müssen und wir sind geflohen. Naja, dann halt kein Trainer. Okay, wer kann's? Nee, er garantiert nicht. Kannst du mir auch nicht drüber tragen? Wie wär's denn mit Pampros? Das ist zwar nicht eingespeichert, aber Pampros sind da drüber. Und da war ein Trainer, aber was soll's. Ich muss mal absteigen. Ich muss da mal durch. Da gibt's was zu sehen, oder was? Ja, da gibt's was zu sehen. Oh, ein Trainer und ein Item. Holla. Ich liebe Pokémon. Ich liebe es zu kämpfen. Und ich liebe es, Attacken einzusetzen. Am meisten liebe ich es aber zu gewinnen. Na dann, versuch mal zu gewinnen. Oh, die wurde besiegt. Wahrscheinlich kriegst du jetzt mit Pikachu gerade so auf den letzten Hieb noch hin. Auf jeden. Pikachu, Ash Pikachu. Dann mach mal Stromstoß. Hast du gerade erst gelernt. Und das schafft's jetzt. Das ist immer so knapp, so kurz vorm Zusammenbruch. Das ist unmöglich eigentlich. Oh! Was heißt kurz vorm Zusammenbruch? Wir haben keinen kampffähigen Pokémon mehr. Ja, so viel dazu. Das Item gibt's wohl nicht. Den ganzen Weg nochmal durch den Canyon. Naja. Ein Protein gefunden. Ah, okay. Können wir dann mal weiter. Ist Dragon zu Genüge trainiert worden. Hindurch. Da geht es diesmal nicht dadurch. Sondern dort auf der Brücke entlang. Auf der Brücke entlang. Oh, Lilly kommt. Ich bewundere dich, Zwergenfee. Den Canyon von Pony zu durchqueren ist alles andere als leicht. Finde ich zumindest. Diese Brücke ruft mir unsere erste Begegnung ins Gedächtnis, Zwergenfee. Ich hätte Wölkchen an mich genommen, doch mir fehlte das Selbstvertrauen, es zu beschützen. Ich war einfach nicht in der Lage. Doch das war mein altes Ich. Die Lilly von damals gibt es nicht mehr. Jetzt ist sie stark und kann alleine die Brücke überqueren. Na, da hoffe ich doch, dass es schafft. Sie diesmal nicht abstürzt. Oha! Wilde Pokémon, wilde Vögel! Nein! Böse Vögel, nein! Was macht ihr? Nein, 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 aus, aus, aus! Was? Die will ihre Phobie bestehen? Sie will ihre Angst nicht stellen und dann kommen diese scheiß Vögel hier? Und tun ihr das an. Ja, hat es trotzdem geschafft. Ja. Darf ich sie jetzt verjagen, oder was? Zweifel, hast du das gesehen? Ich habe es ganz alleine auf die andere Seite geschafft. Hast dich deine Angst gestellt? Was? Ach so, die sind ganz lieb, die wollen nicht kämpfen. Eines Tages möchte ich werden wie du, Zwergenfee. Ich möchte an deiner Seite von Pokémon. Ich möchte an der Seite von Pokémon kämpfen und über mich selbst hinauswachsen. Ob ich schon so weit bin, diesen Schritt zu wagen? Und wie? Bist du auf jeden Fall. Danke. Zu sprechen. Und so verhält sich ein richtiger Held. Und deine Pokémon sehen auch so aus, als könnten sie einen Rest vertragen. Vielen Dank, Lilly. Das ist immer sehr nett von dir. Aber keine Sorge. Ich habe nämlich genug Körpertränke, Beleber und Äther dabei. Nur in Sachen Topschutz könnte es vielleicht eng werden. Den Schutz? Ich trainiere einfach meine Pokémon. Sie sehen ja, dass es keine Trainingsmöglichkeit gibt. Brauchen wir nicht. Wir kämpfen gegen wilde Pokémon. Pokémon, die einfach so auftauchen, werden hier besiegt. Die werden nicht umgangen, die werden besiegt. So sieht's aus. Oder es wird gefluchtet. Genau.
geflüchtet heißt das. Da fehlen ein paar Ü-Pünktchen. Ausnahmsweise geflohen. Wir wollen gleich eh noch ein weiteres Pokémon kriegen. Ein wildes Pokémon-Kämpfchen. Hui! Attacken für Maschau Mai aus. Wenn sie die Mantua wild erscheint, kommt das besiegen wir. Bleib gern, du kriegst das hin. Kriegen wir gebacken. Sie die Mantua Level 45. Dragon setzt antike Kraft ein. Ja, ist doch seine Lieblingsattacke. Kann er machen. Zack, die Duster haben wir das besiegt. Naja, ein bisschen dauert es schon noch. Da müssen wir ein paar Attacken einsetzen, bis das was wird. So, zack, die Duster ist das dann doch nicht. Knirsch, R. Badutz. Knirscher und Antikraft. Das sind die Sachen, die wir brauchen hier für den Kampf. Ist zwar ein bisschen zäh, das hier Stück für Stück in vier Schlägen zu besiegen, aber ja. Geht schlimmer. Zum Beispiel so. Und wenn er einfach besiegt wird. Das geht natürlich auch. Dass das Training für ihn dann nicht mehr sinnvoll. Ich kenne da jemanden, der das machen kann. Dich. Du kannst schieben. Macho Mai. Oder mach. Ist das ein Macho Mai oder ist das ein. Ja, ist ein Macho Mai. Top Genesung. Oh, das können wir gebrauchen. Das ist sinnvoll. Ach, das müssen wir einmal rumschieben. Ja, machen wir es so. Wie hieß denn das Spiel? Da gab es doch mal so ein Spiel, so ein Jenga oder nein, Jenga. Wie hieß denn das Spiel? Sokoban oder sowas. Ja genau, Sokoban hieß das. Wo man diese Blöcke verschieben kann. Ein sehr altes Spiel, aber hm? Macht auch Spaß. Geben. Was? Zu schwer für dich oder was? Komm, tu mal nicht so. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Als ob du das nicht hinkriegst hier. Ist noch ein Item oder was? Und weiter. Haben wir uns ein Item gekrallt mit ein Pokémon. Macho Mai macht die ganze Arbeit. Muskelarbeit. Dann verraten wir, wo es jetzt weitergeht. Ich habe mich verwirrt. Ah, Treppe. Leiter. Ah, die habe ich nicht gesehen, die Leiter. Hm. Besiegt. Oh, ein Trainer. Ein wilder Trainer. Dann lass ihn mal Training sein. Solange ich im Namen der Forschung nicht bin, ich überall zum Kampf bereit. So wie Professor Birk, mein großes Vorbild. Na dann. Schauen, was du so anzubieten hast. Ein Pokémon. Ein Pokémon, das ist ein Magnezone. Okay. Magnezone sollte man niemals unterschätzen. Das ist ein starkes Pokémon. Okay, okay. Kriegen wir gebacken. Hydropumpe. Könnte das was bringen? X-Spezial. Ja, setzt du nur dein X-Spezial ein. Hydropumpe wird trotzdem reinhauen. Hoffentlich. Naja, reinhauen sieht anders aus, aber gut. Und wer ist denn mit Eiszahn? Haut das ordentlich rein? Okay. Haben wir es mal einsortiert. Der wurde besiegt. Ja gut, ist ein Wasser-Pokémon. Ein Elektro-Stahl-Pokémon. Das ist unter Umständen effektiv gegenüber der Sache von Dave. Okay, Lenny kann nicht angreifen. Spukball. Kann das was bringen? Na komm. Haut doch sonst immer so gut rein. Okay, ja, kann man akzeptieren. Lenny wurde besiegt. Nur Steve bringt's zu Ende. Magnezone. Das wirkt besiegt hier. Komm, Schnabelkanone. Das kriegen wir hin. Steve erhitzt seinen Schnabel. Das muss ordentlich wehtun. Nein! Was zum Geier! Mit einem Schlag mein Steve besiegt. Holla die Waldfee. Hudi, mein Starter-Pokémon.
Komm, eine Attacke wirst du noch hinkriegen. Schattenfessel. Komm, mach's alle. Hat nur noch wenige KP. Ja, dann geschehen. Das verstehe ich und dann mach's alle. Hast du dir gemacht, Hoodie. Ein Lob an den Hoodie. Um einen bestimmten Ort der Forschung zu betreiben, um einen bestimmten Ort in Forschung zu betreiben, braucht man einfach die Hilfe der Pokémon. Zwangfliegen mit 2208 Pokémon-Dollar und geht sie aus dem Kampf gegen den Forscher hervor. Mal weiter. Sind wir gleich da beim Podium. Okay. Trainer, der gegen uns kämpfen wollte, aber dann doch nicht. Oder was? Oh. Ja, wir überwinden hier die ganzen Trainer. So geht's auch. Ja, das sieht doch schon sehr final aus. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ja, wir sind gleich da. Sind schon fast beim Podium. Ich sehe es doch. Sieht doch schon sehr final aus. Podium, ich komme. Ich warte auf dich. Oha, jetzt sind hier noch drei Trainer auf dem Weg. Und da vorne ist dann schon das Podium. Sehe ich doch schon. Sieht aus wie eine Prüfungsstätte, aber ist wohl das Podium. Eines Tages werden wir die Besten sein, wie keiner vor uns war. Kleine Warnung, also wir werden alles geben. Alles hau drinne. Astrainer Malte fordert dich heraus. Er hat ein... Oh, ein haariges Steinchen. Die Alola-Form von Georock. Ja, schön, schön. Das sieht ja spitze aus. Na toll. Ich habe nur Hoodie und Pikachu. Wird vielleicht reichen? Georock ist fast besiegt. Ich dachte, vielleicht wird es reichen. Oh. Ja, da habe ich vielleicht nicht ganz unrecht. Rasierblatt. Mach den Rest. Warte, wieso lässt sich Georock durch eine Pflanzenattacke so leicht besiegen? Labras. Kommt heraus. Ja, ein Wasser-Pokémon gegen einen Pflanzen-Pokémon. Einmal Laubklinge und dann war's das, oder was? Na komm. Das ist ein Wasser-Pokémon. Oh. Hält aber mehr aus als Skiorock. Da fühle ich mich jetzt auch nicht verarscht. Pflanzenattacke gegen Georock bringt was. Gegen Typ Stein. Aber gegen Lapras. Und Typ Wasser nicht. So viel. Ist klar. So, erster Trainer besiegt. Da waren es noch zwei. Level 41 Kirby. Daunenregen. Was ist denn das für eine Attacke? Was kann denn die? Nix kann die. Heilen kann die nur. Ja, komm, vergessen. Bekannte Attacken erreichen. Erhalten. Ja, wie heißt das? Was stand da? Keine Ahnung. Sag das doch gleich, dass ihr schon die Besten seid. Ihr kämpft mit Herzblut, das war zu spüren. Zangfee gewinnt 3264 Pokémon-Dollar und sieht gleich aus dem Kampf gegen den Allerbesten hervor. War Nummer 2. Hoffentlich halten wir es noch aus und müssen nicht ganz wieder zum Anfang zurück. Ihr glaubt fest aneinander, nicht wahr? Dann zeigt doch mal, ob euch das was bringt. Es bringt uns was. Es bringt uns aber unbedingt was. Im Kampf gegen... Drei deiner Pokémon. Stimmt noch was auf der Box. Aber nicht nur drei im Team mit. Ein Feuervogel. Ich weiß doch, was das für ein Pokémon ist. Fiaro. Laubklinge. Eine Pflanzenattacke gegen ein Feuer-Pokémon. Ah. Cody wurde besiegt. Ich hoffe auf meinen Pikachu. Ja, letztes Teammitglied. Drei Pokémon. Ah, könnte ein bisschen knifflig werden, könnte ein bisschen schlecht werden. Irrlicht. Ich will nicht durch den ganzen Canyon nochmal von vorne. Ach man, muss das sein? Nein. Will ich nicht. Bin ich nochmal von vorne? Nein. Ich will das nicht müssen. Der Weg war so beschwerlich. Hätte ich immer vorher gespeichert. Bin ich alles das nochmal und durchmachen müssen. Na gut, die Trainer sind besiegt, aber. Versteht ihr, was ich meine? Den ganzen Weg nochmal. Die wilden Pokémon und so weiter. Ach du Kacke. Nein. Verdammt. Pikachu wurde besiegt. Och nö. Warum? Nee, nicht doch. Nein. Das ist immerhin ein Wasser-Pokémon. Du bist Pflanze. Bist die Pflanze. Laubklinge. Komm, das muss doch was bringen. Ja.
Ja, das bringt was. Okay. Die Attacke sah groß aus. War sie nicht ganz. Rasierblatt, komm, rasier das. Rasier den Fisch. Und der Fisch ist rasiert. So, haben wir den Trainer auch besiegt. Und dann ab an die Tränke und die Beleber. Hoodie ist der Einzige, der überlebt hat. Das war ja beeindruckend. Ich mag es, wenn Trainer und Pokémon so aneinander glauben. Zwangfee gewinnt 4224 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf, aus dem zweiten Kampf hervor. Den dritten müssen wir noch bestehen. Also, ab an die Tränke. Okay, das Team ist wieder komplett geheilt. Weiter geht's, dritter Kampf. Den kriegen wir auch noch hin. Mit voll geheiltem Team. Das Podium ist nicht mehr fair. Aber ganz so einfach lasse ich dich da nicht weiterziehen. Ich zeig's dir erstmal. Zeig mir erstmal, was du kannst. Ich zeig dir, was ich kann. So, seine 4 Pokémon gegen meine 6 aufgeladenen Pokémon. Ein Hut-Hut. Oder was ist das für ein Pokémon? Ja, Hut-Hut war, ist das, glaube ich. Nicht richtig. Nein, Noctun. Weiterentwicklung. Noctun. Wie wäre es denn mit Antikkraft von Dragon? Und Dragon hat heute eine große Rolle gespielt. Und heute großes Training für ihn. Ja, gut. Das bringt nicht sehr viel. Ist nicht schlimm. Wir haben auch noch andere Pokémon. Und solange es nur ein wenig ist, geht ja auch. Schwarzloch des Grauens. Komm, setzen wir ein. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Na komm, ich hoffe drauf. Set-Attacke. Das ist die einzige Set-Attacke, die wir hier einsetzen können. Nein, das war falsch formuliert. Das ist die letzte Set-Attacke, die wir hier einsetzen können. Das heißt, wir können keine zweite einsetzen in diesem Kampf. In diesem Kampf nur eine. Das heißt, hoffentlich bringt sie was. Wir sind nicht dafür verschwendet haben. Okay, ja, fast verschwendet, halb verschwendet. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, eine andere einzusetzen, aber komm. Ja, es geht. Antikkraft. Wir besiegen das Noctu. Kriegen wir hin mit Dragon. Hoffe ich. So. Nochmal Antikkraft und dann haben wir's. Komm, noch einmal. Und dann haben wir's bestanden. Nein, nicht bestanden haben wir's noch nicht. Da waren noch 3 andere Pokémon, aber das Noctu haben wir besiegt. Level 48, das dürfte ein paar Erfahrungspunkte geben. Ja, nice. So, und dann kann Dragon noch ein bisschen auf das nächste Pokémon einprügeln. Nein, nicht einprügeln. Kämpfen. Hier wird nicht mit Fäusten gekämpft, zumal Dragon gar keine Fäuste hat. Lashoking. Oh, okay, das ist ein stabiles Pokémon. Das kann viel aus. Ja, das ist auch stark. Das hat gute Attacken. Respekt vor Lashoking. Den sollte man auch nicht unterschätzen. Aber was man nicht unterschätzen sollte, ist mein Jave. Mein Gyarados. Ist immerhin kein rotes Gyarados, aber es ist ein Gyarados, das ich habe, seit es ein Kabado ist. Natürlich setze ich eine Wasserattacke auf ein Wasser-Pokémon ein. Das wird sehr viel bringen. Hydropumpe. Na. Ja, wie schon gesagt, das bringt nicht viel. Da schon ging das, glaube ich, Typ Wasser. Das dürfte nicht viel bringen. Knirscher, vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr bringt das. Nicht nur ein bisschen, sondern etwas mehr. Psychokinese. Das war's wohl gleich. Ja, Dave wurde besiegt. Etwas geklappt, dass wir 1:1 haben. Dass Dragon einen Pokémon besiegt und Dave einen Pokémon besiegt. Aber da muss wohl Steve, Lenny ein bisschen nachhelfen. Lenny ist nicht Steve. So, Lashoking. Dann kann Lenny das dritte Pokémon besiegen. Sieht auch noch hin. Level 44 für Lenny. Wir werden hier endlich groß. Finster-Aura willst du erlernen. Ah, natürlich. Da vergisst er meinen Kung-Fu-Strahl. Kann eh nichts Kung-Fu-Strahl. Finster-Aura erlernt. Können wir gleich mal austesten. Nibeldra. Okay, hol mal dein Nibeldra heraus. Okay, das sieht gut aus. Können wir Finster-Aura testen. Los, Finster-Aura. Das ist Drachenstoß.
Oder auch nicht, wenn wir halt besiegt werden. Dann geht's dann halt nicht. Jetzt kann Steve kommen. Steve ist jetzt an der Reihe. Du hast gute Attacken. Nutze sie. Scheint ein Pflanzen-Pokémon zu sein, also einmal die Feuerattacke. Okay, das ist heftig. Okay, scheint doch kein Pflanzen-Pokémon zu sein. Ich hab mich wohl geirrt. Zählt ein bisschen was aus. Darf ich noch einmal einsetzen? Nein, wahrscheinlich nicht. Steve wurde besiegt. Mann. So ein Mist aber auch. So, dann halt Hoodie. Es wird wieder so ein knapper Kampf oder was? Vielleicht werde ich auch hier besiegt. Nein, nicht nochmal durch den Canyon. Nein. Ich habe ja vorher abgespeichert. Hoffentlich kann ich vielleicht auch zurücksetzen und nochmal von diesem Kampf aus anfangen. Denken wir nicht ans Verlieren, denken wir ans Gewinnen. Komm, das kriegen wir hin. Schattenfessel, noch einmal. Komm, jetzt nicht versagen, Hoodie. Halt aus! Halt aus! Zurückgeschreckt, ach! Zurückschrecken hier. Meine Güte. Schattenfessel. Und wer wird denn hier gleich zurückschrecken? Wer wird denn hier gleich Angst bekommen? Nibeldra besiegt. Da war es noch einer. Ein Pokémon hat er noch. Komm, kriegen wir auch hin. Hoodie reicht Level 50. Ein rundes Level. Komm, Gengar. Er hat ein Gengar. Er hat wohl getauscht. Hat er die Pokebank. Er konnte tauschen. Die Pokebank habe ich mir übrigens mal angeguckt, wie versprochen. Im letzten Part. Also, ich weiß nicht mehr ganz, aber 4 Euro irgendwas. 4,50 Euro Jahresabo. Nee, also nein. Vergiss es. Gebt da keine 4 Euro für aus, um tauschen zu können in einem Pokémon-Spiel. Hallo? Dafür, dass das eigentlich gratis sein sollte im Spiel mit drin, habe ich jetzt verloren. Ja. Also nochmal von vorne. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Das Podium ist nicht mehr fern. Aber ganz so einfach lasse ich dich nicht weiterziehen. Zeig mir erstmal, was du kannst. Komm, mein Pokémon-Team kriegt das hin. Wir haben schon mehr geschafft. Auf geht's. Wow, du hast wirklich einiges auf dem Kasten. Der Sieg gehört dir, keine Frage, beim dritten Versuch. Zwingfee gewinnt 4224 Pokémon-Dollar und hat mal wieder den letzten Kampf nicht mit reingeschnitten. Was heißt nicht mit reingeschnitten, nicht aufgenommen? Was soll es? Wir haben's geschafft, ihr habt alle Pokémon gesehen. Ihr habt gesehen, wie wir es gekämpft haben. War sehr knapp, sehr knapp, aber mein Team ist stärker geworden während der vielen Versuche. Ich würde mal sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Zum Podium, geht zum nächsten Part. Wir sind schon da, wir sind schon fast da, noch ein paar Schritte und wir sind oben auf dem Podium. Däumchen nach oben sollte euch dieser lange Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ihr kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfrost verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Ja. Die hat euch wohl Haut drin, man sieht sich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Part im Podium. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.